Liebe Freunde, heute einmal ein ganz anderes Thema, und zwar das Thema Motivationsseminare. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, bekannt auch als Mr. T. Heute mit einem kleinen Phänomen, das ich versuche aufzuklären. Ich hoffe, dass es nicht nur beim Versuch bleibt. Und zwar, ich lerne, hab noch was vergessen, bin gleich bei euch, so. Und zwar das Thema, dass es ganz viele Menschen gibt, die momentan von einem Motivationsseminar zum nächsten hüpfen. Und letztendlich aber ihr Leben sich nicht ändert. Man weiß, dass wenn auf solchen Großveranstaltungen, die manchmal Samstag und Sonntags gehen, dass es da nur 8-10% Umsetzer gibt, also Menschen, die mit dem, was sie dort erfahren haben, auch was machen, das heißt umsetzen. Jetzt sagt eigentlich der eine, na, ist doch super, ist doch spitze, ja, immerhin sind es 8-10%. Ja, und die restlichen 90%, die mit Problemchen dahin gehen und die natürlich hoffen, dass ihre Probleme gelöst werden, denen wird nicht geholfen. Denn ganz oft sind solche Motivationsseminare nichts anderes wie heiße Luft. Nicht alle, aber ganz viele dieser Seminare beruhen darauf, dass man letztendlich eine Blase aufbaut, dass Menschen bedingt durch die Musik, durch das Licht, durch die Gruppenmotivation, durch den Speaker, der nämlich eine ganz bestimmte Art hat zu reden, die Leute kurz angefeuert werden und natürlich sich dann im Rausch der Emotionen, im Hagel der Hormone, die dadurch entstehen, durch die Gruppe von 2.000 bis 3.000 Leuten, ja, motiviert sind, ein tolles Wochenende erleben mit ganz viel Emotionen, mit Tränen, mit Euphorie, mit Gänsehaut, das volle Programm. Ja, man kann natürlich auch sagen, okay, ist natürlich auch eine schöne Wochenendbeschäftigung, sich mal ordentlich zu motivieren, im Rausch der Gefühle, im Rausch der Emotionen, im Hagel der Hormone, sich zu wälzen und wohlzufühlen. Und ja, Sonntagabends ist das Seminar vorbei, am nächsten Morgen ist man noch motiviert und spätestens dienstags ist man wieder im gleichen Zustand, wie man vorher war. Ist das tatsächlich die Absicht von solchen Seminaren? Ist das tatsächlich die Absicht von dir, wenn du da hingehst, dass du dienstags, wenn Samstag, Sonntag, also dienstags wieder der Alte bist, die alte Liese, den alten Helmut, der wieder genau die gleichen Verhaltensmuster wie vorher hat? Ich glaube nicht. Und genau deswegen ist es einerseits zu hinterfragen, inwieweit solche Seminare überhaupt Sinn machen. Und andersrum, das mag ja sein, dass alles von demjenigen, der dieses Seminar initiiert, gut gemeint ist. Aber letztendlich sind da Menschen, die da auch mit einer Hoffnung hingehen und denken, ja gut, wenn ich jetzt 48 Stunden beschallt werde, 48 Stunden hier Druckbetankung bekomme mit Bildern, mit Liedern, mit Musik, mit Licht, mit Euphorie von ganz vielen Gruppenzugehörigkeit, von einfach einer großen Sippschaft, die das Gleiche macht, die eigentlich motiviert, der hat sich geirrt, denn ja, auch hier gilt es, wie bei allem, danach umzusetzen. Vielleicht ist auch der ein oder andere, der solche Seminare tatsächlich macht, auch hat einen guten Willen gehabt und irgendwann merkt er, da kann man richtig viel Geld damit machen, macht diese Seminare, Motivationsseminare letztendlich dann, ja, vielleicht nur noch wegen des monetären Erfolgs. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde es nur schade, dass letztendlich bei solchen Seminaren ja, ganz viele Menschen nicht erreicht werden. Nicht erreicht werden einmal, weil es nicht individuell genug ist. Zweitens, weil diese Menschen zum Teil in solche Seminare reingehen mit Vorstellungen, ja, die einfach nicht funktionieren können. Deswegen ist es ganz gut auch hier, wenn man sowas besucht, dass man sich dann auch letztendlich Gedanken darüber gemacht, wie und was kann ich danach umsetzen? Was kann ich mitnehmen? Nicht einfach dann von einem Motivationsseminar zum anderen zu reisen und sich eben nur über 48 Stunden, maximal 72 oder 80 Stunden wohlzufühlen und dann wieder in die alten Verhaltensweisen zurückzufallen. Denn wenn man in die alten Verhaltensweisen zurückfällt, ist es wieder das alte Verhaltensmuster. Die alten Glaubenssätze sind wieder da.
Und genau das gilt es ja, alte Glaubenssätze abzubauen. Denn warum landet man denn überhaupt im Motivationsseminar? Warum ist man denn eigentlich demotiviert? Was steckt denn da alles dahinter? Hat man kein Ziel? Warum ist man demotiviert? Weil man letztendlich schon ganz oft enttäuscht worden ist. Warum ist man enttäuscht worden? Warum hat man sein Ziel noch nie erreicht? Warum ist man da noch gar nicht? Warum geht man dann zum Motivationsseminar? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe. Und da sollte man sich auch mal Gedanken machen, ja, wie behebe ich diesen Grund? Wie packe ich es, diese Glaubenssätze zu verändern? Was nehme ich aus so einem Seminar mit und wie setze ich um? Die meisten Menschen gehen aus so einem Seminar raus und kommen dann zu Hause an, haben letztendlich nichts aufgeschrieben, keine Regelungen drin, was werde ich tatsächlich ändern, sondern lassen einfach wieder den nächsten Tag, die nächsten Wochen auf sich zukommen und gucken dann und buchen das nächste Motivationsseminar. Wieder buchen. So, dann gehen sie wieder dahin und sind wieder für ein paar Tage motiviert, setzen aber wieder nichts um. So, deswegen ganz wichtig, weil ich habe auch die Coaches da, die von einem Motivationsseminar zum nächsten rennen und dann zu mir kommen und sagen, ja, jetzt ist der Mr. T in der Stadt, soll der mich mal motivieren? Ja, motivieren kann man schon, das geht. Aber letztendlich steht und fällt es immer mit dem User. Immer mit dem User, der dafür verantwortlich ist, das, was er gelernt hat, umzusetzen. Natürlich können wir nicht alles umsetzen, aber meine Empfehlung an euch, wenn ihr nach so einem Seminar nach Hause geht, nehmt euch noch einen halben Tag frei oder am gleichen Abend noch, nehmt euch frei, setzt euch hin und tragt euch, das ist meine Erfahrung, 3 Punkte ein. 3 Punkte, die für euch extrem wichtig sind, die euch weiterhelfen, und setzt diese 3 Punkte um. Und diese 3 Punkte schreibt ihr auch auf nach Priorität. Den wichtigsten Punkt oben, den zweitwichtigsten an zweiter Stelle, den drittwichtigsten an dritter Stelle. Und an diesen Punkten arbeitet ihr. Und direkt innerhalb der ersten 72 Stunden nach so einem Seminar. Denn hier gilt die Wissenschaft, die belegte Regel. 72 Stunden hast du Zeit, um die ersten Schritte einzuleiten, dein neues Vorhaben umzusetzen. Du wirst in 72 Stunden nicht alles umsetzen können, das musst du auch nicht. Aber die ersten Schritte dafür einzuleiten, was du umsetzen wirst und welche Maßnahmen solltest du ergreifen, um Schritte umsetzen zu können. Wen musst du kontaktieren? Was brauchst du? Brauchst du Bücher? Brauchst du einen Coach? Zeitmanagement? All diese Dinge vorbereiten, die ersten Schritte einleiten. Und wenn du die ersten Schritte einleitest, innerhalb der ersten 72 Stunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Garantie gibt es keine, dann ist die Wahrscheinlichkeit verdammt groß, dass du alte Verhaltensmuster, die dich zum Motivationsseminar geführt haben, wo du vorhast, sie zu ändern, dass diese alten Verhaltensmuster, diese alten Glaubenssätze, diese Überzeugungen von dir, dass du die loskriegst. Wenn zum Beispiel ein Coachie zu mir kommt und er hat 20 Mal schon eine Diät probiert und er hat 20 Mal gescheitert, was hat er für einen Glaubenssatz im Kopf? Er hat den Glaubenssatz im Kopf, ich werde es sowieso nicht schaffen. Ich probiere es zwar nochmal, aber schaffen werde ich es nicht. Ich habe es ja noch nie geschafft, weil ich ein Versager bin. Und wenn du mit diesen Glaubenssätzen an deine Arbeit gehst, dann garantiere ich dir, dass du es nicht erreichen wirst, dass dein Vorhaben nicht umsetzen kannst. Deswegen auch hier zum Beispiel bei diesem Coach ist es wichtig, dem Coach überhaupt mal zu erklären, tja, warum bist du denn gescheitert? Warum hast du es nicht erreicht? Hast du bis jetzt jedes Mal, die 20 Mal das falsche Werkzeug benutzt, weil du 20 Mal eine Rosenkohl-Diät gemacht oder eine Pulver-Diät, wo du nur 3 Mal am Tag Pulver getrunken hast? Oder hast du 14 Tage gefastet? Hast du Maßnahmen ergriffen, die dauerhaft gar nicht vereinbar sind mit deinem sozialen Umfeld? Hast du Maßnahmen ergriffen, die dauerhaft gar nicht möglich sind? Dann hast du das falsche Werkzeug benutzt. Ja, und solche Glaubenssätze kann man eliminieren. Das Gleiche ist, wenn jemand im Sportbereich sagt, okay, ich fange jetzt an Sport und will 6 Mal in der Woche Sport machen. Hat ein schlechtes Zeitmanagement, hat nichts vorbereitet und geht 6 Mal in der Woche in Sport. Tja, nach 6 Wochen ist er komplett erschöpft und hört wieder auf. Warum? Weil das Vorhaben, 6 Mal in Sport zu gehen, 1,5 bis 2 Stunden, mit seiner Realität nicht vereinbar war. Mit seinem sozialen Umfeld, mit seinen Kindern, mit seiner Frau, mit seinem Job, nicht vereinbar. Er hat sich verheizt. Also ist er enttäuscht und sagt, jetzt fange ich halt nochmal an. Benutzt wieder das falsche Werkzeug, den falschen Trainingsplan, die falsche Trainingsprinzip, zu häufiges Training, zu wenig Regenerationszeiten. Was wird passieren? Er wird wieder verlieren, er wird wieder versagen. Warum? Weil er eine falsche Überzeugung hat. Also gilt es, diese falsche Überzeugung auszuräumen, zu eliminieren, durch einen neuen Glaubenssatz zu ersetzen, durch das neue Werkzeug zu ersetzen. Und das ist deine Arbeit, wenn du auf dem Motivationsseminar warst und du kommst nach Hause, heißt es,
ab sofort gucken, was kann ich ändern, 3 Punkte aufschreiben und innerhalb von 72 Stunden ins Tun kommen. Und dann wirst du Erfolg haben und dann macht auch ein Motivationsseminar Sinn und du musst nicht alle 6 Wochen auf ein neues gehen. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was er tut. Wenn ihr sagt, ihr braucht jemanden Coach, dann gucken wir unten rein, da klickt er drauf und dann landest du bei mir. Und dann können wir in Kürze ein 60-minütiges, unverbindliches Gespräch haben zum Thema Motivation, zum Thema Sport, zum Thema Ernährung. Viel Spaß dabei.